Hier ist der Quert und hier oben seht ihr bereits mein heutiges Thema in diesem Video/Vlog/Commentary/irgendwas. Und zwar geht es um unseren Podcast. Und wie ich ja schon öfter gesagt habe, gibt es unseren Podcast auch auf iTunes. Und um den Leuten halt mal zu zeigen, wie es mit dem Podcast auf iTunes funktioniert, werde ich das heute mal demonstrieren. Und zwar, wie findet ihr unseren Podcast? Ihr geht hier einfach auf Store. Da steht iTunes Store. Ich weiß, es heißt Store. Und da gibt ihr oben das Suchfeld. Gebt ihr jetzt einfach mal Seiko 198 ein und dann könnt ihr dort drücken. Also Enter drücken. Und dann passieren böse Dinge. Nämlich es lädt. Und ich will nicht, dass es lädt, aber es hat schon fertig geladen. Und dann ist hier unser Podcast. Die anderen beiden nicht drücken, die anderen beiden sind Fail. Aber das hier ist unser aktueller Podcast. Und der ist da. Der ist schön. Also ich finde es cool. So. Was ihr jetzt hier machen könnt, ihr könnt hier auf Gratis abonnieren drücken. Das habe ich bereits getan, also werde ich es jetzt nicht nochmal tun. Obwohl hier zwar nicht steht, dass ich es getan habe. Aber ich möchte jetzt hier nicht irgendwie wunderliche Fails erzeugen. Und wenn ihr dann hier auf Abonnieren gedrückt habt, dann habt ihr unseren Podcast abonniert. Wer hätte es gedacht? Und noch viel besser ist, er lädt immer die aktuellen Folgen automatisch runter. So, hier sieht man dann schon, ich habe schon ein paar Podcasts abonniert. Unter anderem den unseren, warum der auch immer hier kein Bild hat, weil er normalerweise eigentlich ein Bild haben sollte. Aber egal. Und wenn ich hier doppelt drauf drücke, dann seht ihr, hier ist sogar schon ein aktuellerer. Ja? Und zwar nämlich dieser hier. Und das ist, der wurde heute released. Dazu kommt natürlich auch noch ein Video. Wir machen es ja so, dass alle Podcasts, zu denen kommen noch Videos, wo die auch genauso lang sind wie der Podcast. Und ihr könnt dann halt mit Bildern unterstützen, alles sehen. Aber diesen Podcast soll es doch tatsächlich diesmal auch aufgrund von Pannen früher für die Podcast-Hörer geben und nicht für die Videoschauer. Also für die, die eben das Ganze hier in Audioform haben wollen. Für die gibt es das Ganze nämlich früher, und zwar ziemlich viel früher. Und ja, da hört ihr so ein bisschen unsere Meinung zu Halo 4 und Zeug und bla. Und generell eigentlich, also zumindest in der Folge. In unserem Podcast im Generellen geht es um Gaming, aber auch Nicht-Gaming-Themen. Einfach so ein bisschen off-topic. Was heißt off-topic? Halt einfach mal so, was uns gerade am Herzen liegt. Da machen wir einen Podcast drüber. Vieles über Gaming, aber nicht alles. Wo ich dann eher hin wollte, worauf ich eher hinaus wollte, ist, dass praktisch ist, wenn ihr das hier abonniert habt, dann könnt ihr hier Einstellungen treffen. Und hier sind dann die Standardeinstellungen. Was wollte ich hier? Podcast Standard. So. Die Standardeinstellung habe ich nicht auch für diesen Podcast, für generell alle Podcasts. Und die heißt, er soll die neuesten Folgen laden und er soll die alle Folgen behalten, die ich nicht angehört habe. Mit anderen Worten, auf meinem lieben iPod werden alle Folgen rübergeladen, die ich noch nicht gehört habe, und alle, die ich dann auf meinem iPod anhöre, werden von diesem wieder runtergelöscht, bleiben aber am PC noch erhalten. Und ja, das Tolle eben ist, mein iPod ist leer und Zeug und alles ist up to date und cool und so und vor allem. Ja? Also ich kann euch nur empfehlen, hier die Podcast-Funktion zu nutzen, weil das mit einer der wenigen Sachen ist, die ich toll an iTunes finde. Und natürlich gibt es nicht auch nur unseren Podcast hier, sondern wenn ihr wieder zurück auf Store geht, es gibt hier auch den lieben German Halo Nation Podcast. Ihr gebt einfach oben German Halo Nation ein und schon geschehen böse Dinge. Nehme ich hier, es lädt, und da ist der German Halo Nation Podcast. Und dort sind dann die GHN Community Talk Runden in Form eines Podcasts. Da steht ja die nächste jetzt auch schon langsam an, aber die erste ist jetzt eben noch hier zu hören. Könnt ihr auch abonnieren. Es gibt natürlich noch viele andere Podcasts, unter anderem zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal drauf drücke und sich das Ganze nicht aufhängt, alle Podcasts, den Game on Plauschangriff, und Homer J. Wayne kennt, und so weiter und so fort. Und vieles lustiges Zeug unter Ottis Schlachthof. Auch gut.
Kann ich nur empfehlen. Na gut. Das war alles, was ich sagen wollte. Ah ja, eine Sache noch. Nummer 1 findet ihr natürlich den Link zum iTunes Podcast da nochmal in unserer Link-Section auf unserem Channel. Aber auch findet ihr hier den RSS-Feed zu unserem Podcast, der hier ganz schlank, einfach nur RSS-Feed und hier die Dateien. Falls ihr einen normalen MP3-Player benutzt, was sehr löblich ist. Und da gibt es das Ganze dann auch eben zum Runterladen. Genau. So. Das war alles, was ich sagen wollte. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Ach, eine Sache vielleicht noch. Diesen Feed kann man bei vielen anderen Programmen natürlich auch einfügen und dann hat man die gleiche Funktion wie auf iTunes. Aber wie genau es funktioniert, da müsst ihr dann selber schauen. Weil das weiß ich leider nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Egal. Ciao und tschüss, sagt der Quert.